Hallo meine Lieben, der April ist da und deshalb ist es jetzt Zeit für mein Kanäle des Monats März Video. Ich habe wieder ganz, ganz tolle Kanäle gefunden, die ich euch ganz gerne vorstellen möchte. Ein bisschen verspätet, aber doch. Und am besten, wir beginnen gleich einmal. Eine Person, die mir dieses Monat ganz besonders am Herzen liegt, ist Ladies Firstify. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also das ist ein ganz, ganz liebes Mädel, eine total offene, ehrliche Person. Und ich liebe ihre Videos. Ich schaue sie mir so gerne an, seit ich sie gefunden und abonniert habe. Sie hat zwar schon, glaube ich, über 400 Abonnenten, aber trotzdem. Falls ihr sie noch nicht kennt, schaut unbedingt einmal wieder vorbei, weil ich liebe ihre Videos. Und ich schaue sie mir wirklich so gerne an. Also falls du das siehst, du machst wirklich tolle Videos und ich liebe deine Videos. Dann geht es weiter mit Miss KitKat Mini. Die macht auch ganz coole Videos. Da gibt sie so Tipps. Sie hat auch jetzt ein Gewinnspiel mal gemacht. Also sie macht auch Gewinnspiele. Und jetzt hat sie auch mal ein Video über Mobbing und sowas gemacht, also sie macht auch Videos, wo sie wirklich über ernsthafte Themen redet und so. Und sie ist auch wirklich ganz nett, also schaut auch mal bei ihr vorbei. Dann eine ganz, ganz süße, die X3 ist Kylan Souvenir. Also die macht so Augen-Make-ups und macht bei Tags mit und gibt auch Tipps und sowas. Und das ist so eine Liebe, die ist so süß und vor allem ist so, so hübsch und die ist wirklich total toll. Schaut auch mal bei ihr vorbei. Dann die Lady Lila 12, die habe ich jetzt auch schon das Längere abonniert. Da bin ich mal drauf gekommen, weil sie mal bei einem Contest von mir mitgemacht hatte und da sogar, glaube ich, einen Platz gewonnen hatte. Und zwar macht die so Raubzüge und eben auch so Videos über Beauty-Sachen und so. Dann eine ganz, ganz coole Person, die Outspoken Milk Bottle. Die ist urcool, also sie macht so witzige Videos. Ich finde es vor allem witzig, wenn sie sich über irgendwelche Dinge aufregt oder so. Sie macht aber auch eher normale Videos, wo sie halt so Sachen vorstellt. Aber sie sagt immer ihre offene, ehrliche Meinung. Und sie hat einfach diesen gewissen Humor, den sie in ihre Videos reinbringt, der mich auch immer zum Mitlachen bringt. Und das finde ich ganz einfach ganz, ganz toll. Also schaut unbedingt mal bei mir vorbei, Outspoken Milk Bottle. Die ganzen Kanäle verlinke ich wieder in der Infobox. Infobox ist jetzt da unten. Und ja, auf alle Fälle bitte, bitte, bitte draufklicken und wenn euch die Videos gefallen, einfach abonnieren. Also alle in der Infobox verlinkt. Dann Meo Meo Fluffy Kitty, urcooler Name, die habe ich jetzt auch erst vor kurzem abonniert und ich finde ihre Videos irgendwie total cool. Sie macht halt so Verlosungen, es gibt auch Tipps, hat auch so Outfit des Monats Videos und sowas, also auch Outfits und sie ist einfach total cool, also ich mag ihre Videos sehr gerne. Dann eine YouTuberin, die ich auch schon des Längeren abonniert habe, das ist die EbruserFan1. In letzter Zeit ist sie halt nicht so motiviert, dass sie Videos macht, weil sie irgendwie leider nicht so viele neue Abonnenten dazu bekommt und so. Und deshalb fände ich es ganz cool, wenn ihr sie abonniert, weil ich würde gerne wieder viele mehr neue Videos von ihr sehen. Und sie macht auch wirklich coole Videos, also ich schaue sie mir sehr gerne an. Sie ist eine total liebe und es würde mich einfach freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut und sie ein bisschen unterstützt, dass sie auch wieder mehr Motivation hat, viele Videos zu drehen. Dann eine ganz, ganz, ganz süße, nämlich der Bärchenpfote. Und zwar macht die eben auch so Reviews und Raubzüge und die ist auch so eine Liebe. Die ist wirklich so lieb und ich höre total gerne zu. Die ist eine ganz, ganz süße. Schaut doch mal bei ihr vorbei. Dann habe ich noch eine für euch und zwar Aqualil. Die macht eben auch so Verlosungen und Contests macht sie auch. Und sonst macht sie eben Videos über Beauty, alles Mögliche, was Beauty angeht. Die habe ich auch erst vor kurzem abonniert und ich finde ihre Videos ganz, ganz toll. Also, ich kann sie euch nur weiterempfehlen. Ja, und dann habe ich noch welche für euch. Und zwar einmal Wissen macht Wow. Die habe ich euch, glaube ich, schon einmal in einem Video erwähnt. Das ist eine ganz, ganz, ganz süße. Die gibt sich viel Mühe mit ihren Videos und so. Und ich denke, die würde sich auch ganz besonders über mehr Abonnenten freuen. Mit der habe ich auch schon Päckchentauschs gemacht und so. Und sie ist ganz süß. Schaut doch mal bei ihr vorbei. Dann einen ziemlich lustigen Kanal, also für alle, die es gerne lustig haben. ABC Kosmetika Annie Depp oder so spricht man das, glaube ich, aus. Das sind zwei ganz, ganz witzige. Also die machen Videos über Kosmetik und so und ziehen das alles richtig ins Lustige rein. Also die machen das richtig mit Spielspaß und Spannung und Action. Also da wird es nie langweiliger, wenn man ihre Videos ansieht. Also total abgedreht. Ich musste immer ziemlich drüber lachen, was die so fabrizieren. Also ganz witzig, also wer auf der humorvollen Seite des Lebens steht, sollte mal unbedingt bei denen vorbeischauen. ABC Kosmetika Annie Depp. Kanal in der Infobox. Okay, das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Und auch dieses Monat möchte ich wieder einen Kanal dazu sagen, der mir persönlich am Herzen liegt. Und das ist diesmal der Kanal von der lieben Zauberkessel 1, von der lieben Sonja. Also ich finde die ganz einfach ganz, ganz lieb. Sie ist so ein herzlicher, offener Mensch. Und sie setzt sich einfach vor die Kamera und lacht und hat einfach diesen gewissen Schmäh und macht sich auch mal über sich selber lustig und sie ist einfach total cool und sie hat letztes Mal so ein Video gemacht, dass sie vielleicht mal so einen Kummerkastenkanal aufmachen sollte, weil eben alle mit ihren Problemen zu ihr kommen. Die Idee fand ich irgendwie total witzig, sowas bräuchte man vielleicht eh mal auf YouTube, so einen Kummerkastenkanal, also das fände ich irgendwie total witzig so.
Ja, na, sie ist wirklich einfach total eine Liebe und man kann mit ihr auch über viel reden und so. Also ich habe schon viel mit ihr geschrieben auch. Sie ist wirklich total lieb. Macht auch coole Videos über Kosmetik und irgendwelche Produkte, die sie neu hat, die sie getestet hat. Schmiegt auch Augen, Make-ups, stellt Kanäle vor. Also sie ist wirklich ein ganz, ganz lieber Mensch, offen, ehrlich. Und sie bezeichnet sich eben selbst als YouTube-Mama, weil sie ist ja schon älter ein bisschen. Das war jetzt sehr unhöflich von mir. Aber egal. Und ja, das war's dann auch schon mit den Kanälen des Monats für den März. Falls ihr wieder neue Kanäle habt, die ich noch nicht kenne, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben und so. Und dann werde ich mir die Kanäle mal anschauen. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt hier irgendwelche vergessen, die ich auch noch gerne mag und so, weil wisst ihr. Ich habe nämlich dieses Monat schon vom Monatsanfang an eine Liste geschrieben mit Kanälen, die ich wirklich gerne mag. Und dann habe ich diese Liste irgendwie unter meinem Schreibtisch immer liegen gehabt und so, dass ich diesmal wirklich von Anfang an mitschreibe. Und dann, ungefähr eine Woche zurück, habe ich diese Liste verloren. Ja, es waren die ganzen Namen weg und es ist irgendwie doof. Jetzt habe ich einfach die Namen aufgeschrieben, die ich mir diese Woche ganz gerne angesehen habe oder die mir eben ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Ja, ich freue mich immer über neue Kanäle, die ich mir ansehen kann. Es gibt wirklich so viele tolle Kanäle auf YouTube, die man ganz einfach nicht kennt und was irgendwie schade ist, weil es so viele liebe Leute gibt. Und ja. Ich weiß, meine Contest-Auflösung ist auch noch ausständig. Ich werde die jetzt dann vielleicht noch drehen. Ich muss mal das alles nochmal genau ansehen und so. Hab schon so eine Vermutung, wer gewinnen könnte, aber wie gesagt, muss ich mir das nochmal genauer ansehen. Und ja, also die wird auch bald kommen. Ja, ich hoffe, ihr habt viel, viel, viel Spaß mit den Kanälen, die ich euch vorgestellt habe. Und ihr abonniert auch den einen oder anderen, würde mich freuen. Dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!